Dass die Finanzmärkte nicht zwingend eine Ansammlung philanthropischer Humanisten ist, hat der heutige Handelstag und vor allem die Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten gezeigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, denn den Finanzmärkten geht es um Zinssenkungen und nicht etwa um Jobs. Welche Überraschung, aber eines ist klar, das war doch ein bisschen kontraproduktiv für das Narrativ, für die dominante Erzählung der Märkte, dass die Fed in einer ganzen Folge von Zinssenkungen auf die Konjunktur reagieren wird. Und da passen eben besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten nicht so wirklich ins Bild. Und auch wenn man sich die innere Struktur der US-Arbeitsmarktdaten anschaut, dann sieht man, es sind viel mehr feste Jobs, Fulltime-Jobs entstanden. Es sind viele Teilzeitjobs abgebaut worden, die praktisch dann übergewechselt sind von Teilzeit in feste Jobs. Kleiner Wermutstropfen, es gab viele, die offenkundig hier mehrere Jobs haben, 2, 3 oder 4. Die Zahl ist gestiegen, aber wie gesagt, andere Teilzeitjobs sind zugunsten von Vollzeitjobs umgewandelt worden. Dementsprechend ist eben jetzt die Frage, was wird passieren? Ja, die Fed wird wohl im Juli die Zinsen senken. Wir haben allerdings das erste Mal jetzt die Situation, hier die Fed Fund Futures, dass die Juli-Zinssenkung nicht eine 100% Wahrscheinlichkeit hat. Hier sehen wir eine Wahrscheinlichkeit nach wie vor von 98,7%, dass die Zinsen im Juli gesenkt werden. 1,3%, dass sie nicht gesenkt werden, waren schon ein bisschen höher heute. Aber vor allem sind die Wahrscheinlichkeitswerte für eine 0,5er Zinssenkung deutlich nach unten gegangen, von vorher 28% auf dann nur noch 11%, also das ist jetzt doch fast ausgeschlossen, kann man sagen, oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir eine halbprozentige Zinssenkung sehen, denn die Fed hat immer wieder gesagt, die Arbeitsmarktdaten sind wichtig, so zum Beispiel in der letzten Woche Loretta Mester, Chefin der Cleveland Fed, die gesagt hat, naja, wenn wir wirklich eine Kaskade an Zinssenkungen erleben, dann nur, wenn wir wirklich eine Serie von ganz schwachen Arbeitsmarktdaten bekommen, und das ist jetzt erstmal nicht der Fall, und jetzt war natürlich alle Welt Long auf Anleihen positioniert. Man rechnete also mit weiter fallenden Renditen und eben auch Long in Aktien. Schauen wir uns zum Beispiel, was diese Geschichte betrifft, der negativ rentierenden, global negativ rentierenden Schulden, also faktisch Staatsanleihen, hatten wir heute ein neues Allzeithoch, nämlich 13,4 Billionen Dollar an nicht nur an US-Staatsanleihen, sondern an Staatsanleihen weltweit, die Negativrendite haben, neuer Allzeitrekord, wie gesagt. Und wir sehen eben, dass die Positionierung am Anleihenmarkt, ich hatte das kürzlich auch mal gezeigt, sehr, sehr einseitig ist, sehr viel Optimismus der Fall war. Schauen wir uns mal vielleicht für die Freunde der Aktienmärkte folgende Geschichte an. Das wollte ich nicht zeigen, sondern das hier. Hier sehen wir den Unterschied zwischen der Performance der US-Aktienmärkte hier. Und das ist der Market Surprise Index für die USA, also die Abweichung zwischen erwarteten Daten und wie sie dann tatsächlich ausfallen. Und wir haben die höchste Spanne, die höchste Differenz, die höchste Divergenz zwischen den Aktienmärkten und dem Market Surprise Index. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer, und eigentlich muss diese Differenz, so zeigt es die Erfahrung, geringer werden. Also entweder muss das nach oben, dann müsste das nach unten, oder wie auch immer muss sich diese Spanne eben verkleinern. Ein interessanter Analyst, nämlich der Chefvolkswirt von Nordea, hat ein Modell entwickelt, das zeigte, dass wahrscheinlich die Löhne in den USA deutlich steigen werden. Hier sehen wir sozusagen dieses Muster. 8 Monate ist dieser Frühindikator meistens der realen Situation voraus. Wir hatten heute zwar die Stundenlöhne nur 0,2 und plus 0,2% zum Vormonat gestiegen, 3,1% zum Vorjahresmonat bei den US-Stundenlöhnen. Aber das könnte durchaus deutlicher steigen jetzt in nächster Zeit. So der Chefvolkswirt von Nordea mit dem Namen Michael Sarve. Und das würde bedeuten, dass der Spielraum der Fed immer kleiner wird, wirklich dann die Zinsen zu senken, denn steigende Löhne sind fast immer eine der entscheidenden Voraussetzungen für Inflation. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel heute miserable Daten aus Deutschland bekommen. Da sind die Industrieaufträge so stark zum Vorjahresmonat eingebrochen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wir sehen hier schon diese ganze Kette an roten Balken, die Deutschland hier aufweist. Wir stehen möglicherweise vor einer Rezession. JP Morgan hat heute gesagt, ja,
Wir erwarten nicht mal Nullwachstum im zweiten Quartal für Deutschland, sondern sogar negative Zahlen. Also das wird jetzt ein bisschen ungemütlicher, auch hier in Deutschland. Klar, wir sind betroffen als Exporteure, als Maschinenbauer, besonders von diesem globalen Abschwung, der sich hier abzeichnet. Was haben wir noch? Wir haben diese Grafik schon gesehen. Vielleicht ganz interessant jetzt in Sachen Märkte. Möglicherweise haben wir hier so eine Megafon-Formation. Ich hatte das heute Morgen schon mal gezeigt. Aber es ist vielleicht auch interessant, wenn wir uns das mal anschauen. Das ist sozusagen die ganz, ganz große Trendlinie seit dem Jahr 2016 beim S&P 500. Und die hatten wir ja im Dezember maßgeblich und nachhaltig gebrochen und sind mit dem S&P bei etwa 3000 Punkten. Und da waren wir auf Future-Basis vor Kassaeröffnung schon gewesen. Genau an diesen Widerstand rangelaufen. Jetzt mal abwarten, was passiert. Schauen wir uns die Charts an, wie die Märkte derzeit auf die Chose reagieren. Wir sehen hier den Dow Jones mit diesem Absacker. Wir waren schon über der 27.000er Marke, kommen jetzt wieder ein bisschen rauf, erholen uns ein bisschen. Das gilt auch für den Nasdaq, der jetzt bei 7.803 Punkten ist. Das gilt auch für den S&P oder zumindest begrenzt für den Leitindex der Welt, den S&P 500, 2976 hier. Und da haben wir die 3000er Marke gekratzt, aber wie gesagt nicht auf Kassabasis erreichen können. Der Dollar ist generell stärker geworden. Wenn der Dollar stärker wird, tendiert der Euro dazu, schwächer zu werden. Das ist heute der Fall, 1,1213. Da waren wir heute doch vor den Zahlen noch einen deutlichen Schnaps höher. Und das gilt natürlich auch für Gold. Da sind wir bei 1398, hat sich so ein bisschen abgezeichnet, hat man diese langen Dochte gesehen, diesen Hanging Man im Chart. Die Erwartung war einfach sehr, sehr hoch, dass die Konjunkturdaten weiter schlechter werden, damit die Notenbanken weiter Liquidität in die Märkte pumpen, respektive eben die Zinsen senken, und damit entfällt ja der Nachteil oder wird immer kleiner der Nachteil des Goldes, nämlich dass es nicht verzinst ist. Und wir haben noch das Crude Oil. Nee, das ist nicht der Crude Oil. Mal gucken, ob wir es hier haben. Dann probieren wir den hier. Das ist der DAX. Naja, dann zeigen wir den eben auch mal. Obwohl der nicht so wirklich wahnsinnig viel veranstaltet hat heute. 12.567 eben auch leicht unter Druck. Und mit ein bisschen Glück habe ich noch Öl. Ich kann hier nämlich die Dinge nicht klar erkennen. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Nee. Öl ist nicht dabei, aber Öl hat eine interessante Reaktion gezeigt. Man ist mit den Arbeitsmarktdaten zunächst ein bisschen nach unten und ist dann deutlich nach oben gegangen, um dann später wieder runterzukommen. Warum ist man nach oben gegangen? Weil eben natürlich gute US-Arbeitsmarktdaten von einer robusten Nachfrage nach Öl zeugen. So die Überlegung. Auf der anderen Seite, wenn jetzt mal Risk-Off der Fall sein sollte, dann dürfte auch Öl respektive der Ölpreis seine Schwierigkeiten haben. Also die Frage ist, wie tut das jetzt? Ist es so ein kleiner Ausrutscher heute, weil man sich sagt, naja, die Daten werden schlechter, die Fed wird sowieso die Zinsen senken. Ja, im Juli wird sie die Zinsen senken, aber die entscheidende Frage ist, was passiert dann später? Wird es im September nochmal eine geben, im Dezember vielleicht nochmal eine geben? All das ist ja in den Märkten eingepreist. Und ich hatte gestern das Marktgeflüster betitelt, das Schlimmste, was passieren kann. Und manch ein scharfsinniger Beobachter hat da einen sarkastischen Unterton bemerkt. Aber es ist eben nicht gut für die Märkte, zumindest für die Finanzmärkte nicht, wenn die Daten jetzt so gut sind, weil man sich komplett in eine Richtung positioniert hat, nämlich fallende Zinsen, mehr Liquidität, das All-in sozusagen der Notenbanken. Und wenn das ausbleiben sollte, dann wäre das eine echte Katastrophe. Ich hoffe, Ihr Wochenende ist keine Katastrophe und dass wir uns am Montag wiedersehen. Bis dann erstmal Servus und Ciao.